Heyo, Servus und Hallo, hier ist euer McNoNames, heute mal ohne Kamera, aber wir machen weiter mit All the Mods 9. Heute werden wir unter anderem die Base umziehen. Like, Abo, Glocke, ihr wisst Bescheid, ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden heute umziehen, wir werden die Base von hier in unsere neue Höhle verlagern und dazu brauche ich definitiv ein größeres Backpack. Denn ein bisschen was aus den Kisten muss ich so mitschleifen, beziehungsweise ich habe noch ein Tape gemacht, ein Packing Tape. Allerdings muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht, ob das auch... das funktioniert bei Doppelkisten nicht offenbar. Nein, okay. So wie es aussieht, nicht. Aber bei... Das funktioniert gar nicht bei Kisten. Danke dafür. Why? Das funktioniert offenbar nur bei Barrels, kann es sein? Okay, gut, das ist nicht schlimm. Ups, dann machen wir das schon mal so. Wir können ja, glaube ich, trotzdem reingucken, oder? Nein, können wir nicht, okay. Macht nichts, da war, glaube ich, nichts Wichtiges drin. Samen und Feldzeug. Apropos Feld, was ist denn hier los? Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Momento. Ja, keine Hose mehr. Okay, kann ja noch ein bisschen nebenbei laufen. Haben wir mal noch welche. Osmium und Sticks. Und ich habe mir, ja, ich bin ein paar Mal hier drauf gewesen auf dem Server, habe ein bisschen hier die Seeds verräumt, beziehungsweise die Essenzen verräumt. Hier habe ein bisschen was einsortiert und so weiter und so fort. Hier drin sind quasi jetzt nur noch Gold, Eisen und Inferium-Essenzen. Gut, und eine Fertilized-Essenz natürlich. Aber ich habe ein bisschen aufgeräumt hier hinten. Man sieht, es ist kein Crafting-Table mehr da. Ich habe den Crafting-Table on a Stick mir gemacht. Das ist im Endeffekt ganz einfach. Crafting Table und Stick, und du hast ein Crafting Table und Stick, hast sogar einen eigenen Moment, einen eigenen Slot in deinem, ich glaube, Pobbles Menü heißt es. Bin mir nicht ganz sicher, aber hier Crafting Table on a Stick. Funktioniert super, kannst den Key damit belegen, kommst du direkt in den Crafting Table rein. Funktioniert genauso wie ein ganz normaler Crafting Table. Die Öfen habe ich entfernt. Habe hier einen Diamond Furnace hingestellt und eine Factory draus gemacht mit einem Factory Augment, damit hier mehrere Slots drin sind. Und der ist schnell, ist noch nicht das schnellste, was es gibt, aber funktioniert super für mich momentan. Dann ballern wir mal hier ein paar Hose. Ich weiß gar nicht, wie viel reinpassen. Ich glaube 9 waren es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die geben wir dem hier jetzt mal, und die Crops sind sofort abgeerntet. Das ist einfach nur genial. Finde ich super. Okay, wie gesagt, wir brauchen ein besseres Backpack, weil wir hier ein paar Sachen mit rüberbringen müssen, und ich hätte auch gerne einen Waystone. Das wäre mir eigentlich ganz recht, sonst muss ich das alles jetzt fliegen. Ich muss aber erstmal gucken, was ich dazu brauche. Augenblick. Was braucht man für einen Waystone? Obsidian, Stone Bricks sollten jetzt kein Problem sein. Amethyst Shards. Emerald Ender Pearls haben wir. Amethyst Shard haben wir leider nicht. Kriegen wir die irgendwo anders her? Ach du Heilige. Okay, mal abgesehen davon Essenzen, was mir aber gerade nichts bringt, weil ich dafür auch Amethyst Shards brauche, werde ich mal kurz runtergehen und gucken, ob ich noch irgendwo eine Geode finde. Oh Gott. Alter, ich stehe hier rum und auf einmal... Boah, willst du mich umbringen hier oder was? Ich glaube, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was ist das? Pumpkin Traveler's Backpack. What? Okay, gut, muss ich erstmal wegpacken, habe ich gerade keine Ahnung von. Was droppt denn ihr alles? Sag mal. Haben wir hier Blackstone? Wir haben hier Blackstone. Ich kann mich erinnern, ich habe den mal vor kurzem gesucht hier. Magma Block. Okay, nice. Warum? Ja, ich habe mir mal gedacht, nachdem wir besseres Jetpack haben, gehen wir mal hier in die Löcher gucken, ob wir hier zufällig eine offene Geode finden. Allerdings muss ich gestehen, nervt mich der Hovermode gerade ein bisschen so. Das ist relativ laut. Gut, gucken wir mal. Hier Dripstone Cave auf jeden Fall ist schon mal nice, gefällt mir. Aber ich sehe hier...
Ich sehe hier nichts Offenes. Oh, die ist aber leider nicht recht groß. Oh, was ist denn das? Ui, Alter, was ist denn das? Ein Dungeon. Wir haben einen Dungeon gefunden. Wollen wir den? Oh, nee, den will ich gerade nicht. Nö, nö. Momentan nicht. Aber gut zu wissen, dass hier einer ist. Also bei diesen Löchern, da hinten geht's schon los. Okay. Der ist ganz schön groß anscheinend. Okay. Was ist das? Moment. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder verwechsel, aber das kann sein. Was ist das hier? Smooth Basalt. War hier nicht? Warte mal. Kalzit. Moment. Ja. Ja. Okay, Moment. Nicht die Buds. Nicht die Buds. Nicht die Budding Amethyst Blöcke kaputt machen. Lass mich da rein. Hier geht's rein. Yeah. Okay. Ging ja doch schneller als gedacht. Also ist doch dieses Smooth Basalt. Okay, ich habe die schon mal verwechselt und habe ewig gebuddelt erstmal. Aber. Oh no. So, Moment mal. Das ging doch. Ja. Okay, alles klar, wir haben wieder alles und zurück nach Hause. So, okay, da sind wir wieder. Das hier arbeitet schon weiter, das passt. Was wollte ich? Ich wollte den Waystone. So, lass mal gucken, wie war das? Waystone. Wir brauchen noch Emerald und Enderpearls, 4 Stück. Wie viele haben wir denn? Wie haben wir denn überhaupt nicht so viele? Hallo, 2. Nein! Ach ja, ganz vergessen, falls ihr euch wundert, in meinem Inventar, ich habe hier einen Storage Scanner gemacht, weil ich mir gedacht habe, dieses ewige Kisten durchsuchen ging mir zierisch auf den Senkel, deswegen machen wir das mal so. Und ja, jetzt können wir hier die umliegenden Inventare alle innerhalb dieses Blocks sehen, was mir erheblich besser gefällt, aber wir müssen die erstmal als Favoriten kennzeichnen, sonst muss ich hier alle Kisten durchklicken. Ach ja, und mit Doppelchests, glaube ich, hat er ein bisschen Probleme, aber es reicht uns für den Anfang jetzt mal. Er zeigt halt wirklich jedes Inventar hier an. Ich will aber nur die Drawer und die Chests und die Barrels. Mehr will ich eigentlich gar nicht gerade. Das müsste sein. So, hier, ähnlich wie in dem E-System. Das ist richtig nice. So, jetzt gucken wir mal. Enderpearls, hier sind doch noch 2. Oder ist das mein Inventar auch? Nö. Ach, das ist eine nur gewesen. Ne? Also ich sag ja, mit Doppelchests. Ich glaube, das müsste das Problem sein mit Doppelchests. Okay, aber das bringt uns alles nichts. Was ist das? Glowing Calamari. Kriegen wir hier noch einen Enderman? Hier ist doch vorhin irgendwo einer rumgeguckt. Enderman, Enderman. Hier geht's in den Dungeon. Vielleicht haben wir Glück und erwischen kurz eine Kiste. Ich will ja nur eine Enderpearl. Zumindest vorerst. Beziehungsweise. Moment. Enderman Essence. Was brauchen wir für den? Oh. Oh. Okay. Ja. Nö. Okay, wir brauchen erstmal eine Enderpearl. Ist das ein. Da geht's aber tief runter. Hallo? Oh. Gucken wir mal, ob wir den backen, ha? Okay. Oh, Chest. Brown Mushrooms. Nehmen wir mal mit. Ja, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich gedacht habe und was ich wollte. Hier sind irgendwie keine Gegner herin. Na komm, ich würde mal sagen, das können wir bestimmt alles irgendwie brauchen. Hier sind auch keine Spawner herin. Was ist denn das für ein... Oh no, nicht schon wieder Blood Moon. Was ist denn das für ein Dungeon? Hä? Also die Seite ist schon mal leer. Komischerweise. Ah. Okay, warte mal. Ich versuche mal was. Ich möchte gerne wissen, ob ich den damit einpacken kann. Okay, gut. Gerade im Blood Moon, glaube ich, ist das jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Warte mal, was war das? Bücher können wir vielleicht brauchen. Wo ging es nach oben? Aber...
Ja, schnell raus hier, danke. Ich wollte nur die Enderperle haben. Hier gehen wir nochmal rein, aber nicht jetzt. Wenn wir keinen Enderman finden, dann holen wir sie uns eben aus dem Dungeon. Dachte ich doch, dass es hier Kisten herin gibt. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass hier in der Nähe schon ein Dungeon ist. So, hier bin ich erstmal sicher wieder. Zumindest ist nicht so, zumindest ist solange nicht wieder eine Bliss kommt. Ich glaube, Bliss hießen die. Die kommen immer gerne aus dem Eisgebiet, spawnen dort und ballern mir dann ständig ihre Schneebälle um die Ohren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber wir haben eine Enderpearl. Wir können uns den Waystone machen. Zack. Bein. Einmal. Wir brauchen noch Obsidian und Stone Bricks. Stone Bricks sollten jetzt nicht das große Problem sein. Wir müssen nur kurz ein paar Steine backen. Nein, wir haben schon gebackene Steine. Und Obsidian. Drei Stück. Waystone. Stone Bricks. Und yes, wir haben alles. Gut. Hier haben wir keinen. Genau. Hier wollte ich den herstellen. Drüben in unserer neuen Base haben wir bereits einen. Alte Base. Nice. Okay, allerdings ist es hier auch nicht unbedingt besser. Jedes Mal, wenn ich um die Ecke komme und die grünen Kabel sehe, meine ich, hier steht ein Creeper. So, alles klar. Wir werden jetzt mal rübergehen und erstmal unser Backpack leer machen. Auf mal. Hier ist es einigermaßen sicher. Sieht jetzt noch nicht danach aus, aber okay. Wir nehmen gleich noch die zweite Kiste mit. Denn das eine reicht nicht aus. So, alles klar. Einmal. Dann einmal bitte Backpack vergrößern. Und zwar haben wir ein Iron Backpack und wir brauchen aber Gold. We need Gold. Einmal. Und dann haben wir noch Dias. Ja, wir haben Dias. Noch eine Nummer größer bitte, danke. So, ja, das ist denke ich groß. So, kriegen wir noch irgendwelche Upgrades hin? Ich hätte nämlich eigentlich gerne ein Magnet-Upgrade. Dazu brauchen wir ein Pickup-Upgrade. Pisten. Slime-Pulse haben wir auch keine. Super, danke dafür. Wir können aber bestimmt schon ein Feeding-Upgrade machen. Wir haben keine Enderpearl mehr. So, ein paar Upgrade-Bases. Wir können aber zumindest schon mal ein paar Stack-Upgrades machen. Dazu brauchen wir Blöcke. Dazu brauchen wir ein bisschen. Oh, sind wir etwa voll? Okay, das kann sein. Ein paar Blöcke, haben wir gesagt, brauchen wir. Einmal. Dann ein Iron Upgrade. Was kommt als nächstes? Gold. Haben wir schon Blöcke? Ja, da müssten wir haben. Okay, aus was für einem Grund auch immer, das funktioniert gerade nicht. Wir haben hier zwar tatsächlich, reicht nicht. Gold, wo waren sie denn? Ach, sie wurden uns angezeigt, aber wir haben sie nicht. Das ist das Problem. Okay, so, dann machen wir weiter. Das Problem mit der Anzeige. Tier Upgrade 2. Wie viel können wir? 4. Sollen wir ein Tier Upgrade noch machen? Ja, komm, wenn schon, dann machen wir... Oh, nein, das sind Blöcke. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, das muss reichen. Das können wir jetzt hier reinklatschen. Und jetzt geht's ab. Wir bauen im Endeffekt alles hier ab und bringen das in die neue Base rüber. Ich glaube, dich packe ich aber lieber mit dem Tape da nochmal zu. Hier kommt alles mit.
So, gehen wir mal kurz rüber. Wenn wir schneller sind wie 5 Minuten, dann haut es schon hin. Okay. Ich hätte vielleicht mein Bett noch hier lassen sollen. Jetzt mal pennen. Sims. Wir brauchen ein paar Barrels noch. So, gucke mal, da haben wir doch ein bisschen Platz. Gute Frage. Ich glaube, das stellen wir erstmal hier hin. Da bleibt ja Gott sei Dank alles drin. So, Barrels, Straw stehen und unsere Botanic Pots sind auch wieder drauf. Leider Gottes weiß ich jetzt nicht mehr, was da alles drin war. Aber das sortiere ich nebenbei mal durch und hau mal das ganze Farmland wieder rein. 2, 3, 7, 9. Gibt es noch mehr? Ich glaube, es waren noch Erde zweimal. Okay, also mal gucken. Hier müsste Erde reinkommen. Hier auch. Tier 2, das heißt. Na, danke dafür. Taucht einfach da so ein Kasperl auf wieder. Und hinterlässt mir hier seine Familie. Ihr seid offenbar nicht besonders gut im Springen, oder? Ach so, nein, ihr hängt hier fest. Ja, nice. Nicht für euch. Tja, tut mir leid. Kopper war. Wo ist der Seed? Hier ist der Seed. Tier 3. Tier 3. Erde, Erde. Iron. Auch Tier 3. Redstone war Tier 4. Redstone Seed. Nein, war auch Tier 3. Okay, Osmium Seed. Tier 4. Der war Tier 4. Bones. Also das hier war definitiv irgendwas Größeres. Gold war auch Tier 4, würde ich sagen. Bones. Und das hier müsste das gewesen sein. So, jetzt brauchen wir nur noch die Seeds und dann sehen wir sie, ob sie wieder wachsen. 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Irgendwie. Ah, Kohle. Kupfer. Osmium. Eisen fehlt noch. Okay. Redstone. Das Osmium. Dann Skeleton Seed. Das ist Inferium. Gold und Diamond. Ja, schön weiter wachsen, ja. Sieht auch so aus, als ob alles wächst. Eisenseed, habe ich gesagt, fehlt noch. Lass mal suchen. Hier kann man doch suchen, oder? Ja, suchen. Ja, genau. Iron. Iron. Super. Dankeschön. Perfekt. Alles klar. Alles klar. Alles wieder da. Gut, ob wir die beiden hier überhaupt so in der Art und Weise noch brauchen. 16.400 Holz ist schon knackig. Also glaube ich ja jetzt nicht gerade. Und das hier werden wir früher oder später mit der Nature Essence machen. Wir lassen es jetzt mal so. Passt. Dann gehen wir wieder zurück. Wir brauchen hier unbedingt einen Megatorch. Das sehe ich schon. Das müssen wir noch machen. Jetzt habe ich das Tape drüben vergessen. Wollte gucken, ob ich die Chest über dem Feld so einpacken kann. Ob das geht. Ja, das geht. Gut. Gott sei Dank. Was wäre es, wenn ich die jetzt auseinandernehmen müsste? Ja, dann würde ich sagen, das Feld ist leider verloren. Hier brauchen wir noch ein paar Eimer für die Lava. Und das nehmen wir mit. Das wird, denke ich, für den Anfang unsere Energiequelle sein weiterhin. Hier haben wir, ja gut, ich könnte theoretisch hier oben durch und ganz nach oben das Windrad bauen oder mehrere Windräder. Alter, ist euch echt so langweilig. Mann, komm, ich stelle dich erstmal hier hin.
Was brauche ich denn für die Megatorch? Sag mal. Megatorch. Okay, ich guck gleich. Ah, er kommt nicht, weil er wieder festhängt. Okay. Das geht. Warte mal. Die Dias? Warum habe ich keine Dias hier? Weil die noch drüben in der Kiste sind. Mann, nicht schon wieder. Okay, warte mal. Wo sind meine Dias? Da sind sie. Dias. Gold. Wir machen gleich Goldblöcke hier. Torches müssten wir drüben haben. Lass mich schnell eine Megatorch machen. Zwei. Gut. Einmal. Die muss ich jetzt alle killen, okay. Mein Gott, wie viele Spinnen, hä? Sag mal. Und machen wir das mal kurz. Oh ja, 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 ja. Moment. Moment. Ich brauche mal kurz was zum Beißen. Die sind hartnäckig. Was habe ich dabei? Da drüben. Ich bin ganz schön hartnäckig. Alter. Okay, ist gut. Jetzt futter mal hier noch weg. Dann müsste ich es eigentlich haben. Komm, du sitzt wieder fest. Warum ist da drüben schon wieder eine Spinne? Ich hab dich da eine Megatorch hingestellt. Oder habe ich dich einfach vergessen? Habe ich dich irgendwo abgestreift? Ja, hatte ich. Okay, ich glaube, dann müsste das hier jetzt erstmal eine Zeit lang sicher sein. Megatorches sind am Start. Ich habe hier mal ein paar Barrels aufgestellt, damit wir hier ein bisschen Speicherplatz haben. Wir brauchen aber noch ein paar Upgrades für die Drawer, denn ich habe gesehen, das reicht so definitiv nicht aus. Und wir haben nichts davon. Das heißt, wir brauchen Chests. So ein paar, würde ich sagen. Dann brauchen wir Drawer. Dann brauchen wir Copper. Genau. Wir müssen noch hier die Drawer verknüpfen. Sonst funktioniert das nicht, was ich mir vorstelle. Sonst können wir die Essenzen nicht verkraften. So, ein paar Kupferbarren. Okay, und jetzt sollten wir, denke ich, die 8 Stück. Ja, machen wir mal 8 Stück, das sollte reichen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was beim Eisen. Was ist denn da voll? Hier ist es voll. Da knallen wir noch was rein. Beim Redstone haben wir schon 2. Da haben wir 3. Ich glaube hier und hier. Wo noch? Kupfer glaube ich jetzt weniger. Ich glaube, das Beste wird noch Osmium sein. Vorerst. So, und jetzt können wir auch das Eisen da drüben reinschmeißen. Ich habe hier nämlich noch ein paar Essenzen. So, und jetzt können wir mal den Rest von drüben noch holen. Wir haben nicht mehr viel. Den Waystone kommen holen wir zum Schluss und hier die Chest, die Kisten noch. Ja. So, mal kurz rüberfetzen und leer machen. Ach ja, und wir können mittlerweile unseren Stahlsied machen, denn ich habe mir erlaubt, zwischendurch, wie ich es schon angekündigt hatte, die komprimierten Stahlblöcke zu machen. Denn das hatte doch ein ganz schönes Stück gedauert, bis ich das fertig bekommen habe. So. Gut. Die Chests haben wir. Wie viel Platz haben wir noch? Passt. Okay, lass mal überlegen. Ich glaube, da gehen wir hierher. Huch. Damit vorne die Lava nicht rausläuft.
Ja, das Portal kann erstmal da bleiben. Dementsprechend lasse ich auch den Waystone erstmal hier stehen. Perfekt, dann schauen Sie mal zu Hause. Ich glaube, das machen wir so. Genau. Es war sowieso ein Kabel übrig. Gut. Reicht erstmal. Beziehungsweise hier ist noch eins. Wir können oben noch den Windgenerator wieder hinstellen, auch wenn der hier drin wahrscheinlich nicht großartig viel bringen wird. Sky blocked. Das dachte ich mir. Okay, dann vergessen wir den erstmal. Ja, Leute. Backpack leer. Perfekt. Alles hier in den Barrels drin. Irgendwo verstaut oder sonst irgendwas. Aber hier drin wird es uns ja super angezeigt. Oh, der braucht Energie, sehe ich gerade. Ah, haben wir ja Glück gehabt. Das heißt, wir brauchen noch so ein paar Basic Universal Cable. Was aber heißt, wir sollten vielleicht hier noch unseren Altar für die Seeds aufstellen. Das machen wir, glaube ich, direkt hier. Wo haben wir den? Bin ich denn vorbei? Wahrscheinlich. Hier sind die Blöcke, die Stahlblöcke, die ich gemacht habe für den Seed. Das sind die Pedestals und der, da sind sie. 1, 2. So, perfekt. Halt, es fehlt noch der, genau, hier, sieht gut aus. Und die Pedestals, dann brauchen wir noch, was war das denn, Steel Ingot, Steel Essence, der Seed Imperium, die 4 Stück, die hatte ich auch schon vorbereitet, allerdings müssen wir jetzt hier noch, halt, wir brauchen noch die Seedbase. Sorry, die habe ich vergessen. Allerdings müssen wir jetzt hier noch unsere Steelblocks, unsere Compressed Steelblocks draus machen. 4 Stück. 4 Stück. Das ist echt knackig gewesen. Und dieses Mal sollte es tatsächlich funktionieren. Ja, wir kriegen unseren Steel Seed. Dankeschön. Das ist Tier 4. Wir brauchen noch Tier 4 Farmland. Imperium Farmland. Perfekt, haben wir. So, wo gehen wir rein? Ich glaube, wir gehen dort rein, wo wir die Blumen hatten. Das nehmen wir mit. Der kann erstmal da stehen bleiben. Wir brauchen nochmal einen Drawer. Ich glaube, wir haben welche fertig. Drawer. Yes, haben wir. Danke. Lass mal den Rest hier alles wieder wegklatschen. Dort brauchen wir auch nicht. Hier brauchen wir nur einen. Damit wir hier gleich mal ein bisschen Stahl zusammenbekommen. Stahl sieht. Ja, dann bräuchten wir fast nochmal 8 Kabel. Kriegen wir die noch zusammen? Haben wir noch ein bisschen Steel? Steel? Wir haben noch Steel. Okay, pass auf. Dann gucken wir mal nach Cable. Wo sind sie? Wahrscheinlich irgendwo am Ende. Oder auch nicht. Doch, hier sind sie. Basic Universal Cable, oder? Yes. Dankeschön. Und nochmal eins. Machen wir so. Sollte reichen. So, perfekt. Und schon sind wir umgezogen. Jetzt möchte ich noch kurz gucken. Ich kann mich erinnern, es gab eine besondere Laterne, die hier drin alles ausleuchtet. Die hätte ich noch gerne. Okay, ich glaube, das sollte diese Lantern of Paranoia sein. Places torches in unlit areas automatically. Shift plus right click to activate. Ich glaube, das müsste die sein. Aber die können wir leider noch nicht machen. Wir haben noch keinen Molten Core und wir haben noch keine Slime Pearl. Die müssen wir uns erst noch besorgen. Das wird aber demnächst wahrscheinlich von alleine passieren, wenn wir im Nether unterwegs sind. Oder Slimes klatschen. So, alle Fackeln verballert. Schön. Ja, Leute, wir sind umgezogen. Wir haben den Steel Seed. Wir haben ein paar Megatorches. Wir haben ein paar Barrels, wie man sieht. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, kommt in der nächsten Folge gerne wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Servus!